So, ich mache jetzt mal eine kleine Demonstration, wie ich mir die Behandlung von Gewinden vorstelle. Wir fangen jetzt erstmal an. Ich habe jetzt hier einfach mal eine Schraube und das Bohrloch. Das sind ja verschiedene Durchmesser. Ich bohre ja kleiner, als dann die Schraube wirklich ist. Und das muss dann alles zusammenpassen. Und was haben wir noch vorbereitet? Wir haben vorbereitet das Bohrloch und ein Teil, in das das Bohrloch reingesetzt werden soll. Das blende ich einfach mal ein. So, und wenn man das dann sieht, da liegt das hier so drin. Was entsteht dann? Als Differenzkörper entsteht Teil mit Bohrloch. Das sieht jetzt so aus. Gut. Für die Schraube, die wir hier haben, habe ich so ein neues Konstrukt, einen Wrapper geschrieben, der möglichst alle Eigenschaften der Schraube beinhalten kann. Jetzt geht es erstmal vor allem um die geometrischen Eigenschaften. Der Wrapper, wie sieht der aus? Der hat also zunächst erstmal Eigenschaften, verschiedene Ansichten, die wir dann für die Zeichnung brauchen. Und zwar einmal die Ansicht des Bohrlochs von vorne, von der Seite, die Vorderansicht und die Seitenansicht von der Schraube und dann nochmal für das Bohrloch die Schnittdarstellung. Das sind so die fünf wichtigsten Konstruktionen, die man braucht. Ich habe weiter in diesem Wrapper drin Referenzen auf die eigentlichen Objekte, auf das Bohrloch, auf die Schraube. Wenn ich so ein Gewinde erzeuge, möchte ich das ja auch irgendwo einbauen und das gibt also an, wo ist jetzt gerade das Bohrloch im Raum. Das kann ich ja dann mit dem Werkstück verknüpfen, sodass da wirklich ein Loch drin ist. Und die Schraube, die brauche ich dann für eine Stückliste oder für Assembly auch irgendwas. Und hier unten sehen wir die Positionen dieser Objekte im Raum. Und das können wir jetzt einfach mal probieren. Wenn ich also jetzt mal hier einfach hingehe und sage, ich nehme mir diese Schraube und verschiebe die ein kleines Stück. Dann gehen wir wieder zurück und da sehen wir, da haben sich jetzt hier in der Schraube die Angaben geändert und im Wrapper stehen jetzt auch bei der Schraube die anderen Angaben drin. Weiter, was gibt es jetzt noch? Wir haben jetzt noch die Angaben, also die Gesamtlänge meiner Bohrung, die ist 80 und die könnte ich jetzt ändern. Gehe also hier mal hin und sage, ich mache die jetzt länger. Und dann wird also automatisch, wenn ich die länger mache, das Bohrloch tiefer und auch die Schraube wird länger. So, zweite Größe, die wir ändern können, ist der Innendurchmesser. Das heißt, beim Innendurchmesser ändert sich ja nur die Bohrung und das Gewinde wird tiefer. Das sieht man an der Schraube zunächst mal nur hier oben. An dieser Stelle hier diese Abschrägung, die wird breiter. So, und Außendurchmesser kann ich jetzt auch ändern. Da wird meine Schraube halt breiter und das Bohrloch ändert sich nicht. Ich muss da mehr Gewinde ausschneiden. Das ist zwar jetzt nicht alles diengerecht, aber man kann zumindest erstmal alles einstellen, wie man braucht. Gut, jetzt weiter zu der ganzen Sache. Ich gehe dann hier mal in die Draufsicht, in meiner Hauptansicht und schau mal, was gibt es denn jetzt weiter. Es gibt also weiter die Möglichkeit zu sagen, ich brauche ein Zeichenblatt, das ist ein Rechteck, da muss jetzt alles drauf. Und jetzt könnte ich da einfach mal hergehen und könnte so mal sagen, ich verschiebe schon mal meine Teile irgendwo auf dem Zeichenblatt irgendwo hin, wo sie nicht stören. Und dann habe ich hier als nächstes mal eine Ansicht von der Schraube, eine 2D-Ansicht. So, die ist jetzt hier. Das ist einfach ein Shape-to-D-View-Objekt, abhängig von der Schraube. Das ändert sich also dynamisch mit der Schraube mit. Und das bringe ich dann auch einfach mal auf mein Zeichenblatt drauf. Schiebe ich, ja, ist egal, irgendwo hin, hier hin. Und ich habe auch ein Objekt Schnittflächenkanten und ein Objekt Schnittfläche Schraffur für mein Werkstück, was da hier ist. Und das kann ich jetzt auf der Zeichenfläche auch irgendwo hin verschieben. Da muss ich jetzt beide markieren, also die Schnittfläche und das Kantenmodell. Und dann kann ich das auch
hier rein verschieben, auf meine Zeichnung drauf. So, das sind meine beiden Zeichnungsobjekte und jetzt schauen wir mal, was das Modul jetzt noch liefert. Es liefert mir vom Gewinde die Vorderansicht und die Seitenansicht. So, das sind jetzt einfach Gruppen und ich kann jetzt hergehen und kann suchen, diese Seitenansicht, die verschiebe ich einfach dorthin, wo sie hingehört, nämlich hier hin. Und die Vorderansicht halt auch. Vorderansicht. Also irgendwo hin, wo ich sie auf die Zeichnung drauf haben möchte. Ich haue sie jetzt einfach mal hier unten drunter hin. So, da haben wir jetzt die Zeichnung da und jetzt gehen wir einfach mal zurück in unseren Wrapper und schauen uns an, was haben wir jetzt hier, die Länge der Schraube. Und wenn ich die jetzt ändere, dann ändert sich einfach die Länge des Gewindes. So, alles andere bleibt. Ich kann jetzt einfach mal hier auch wieder hergehen und kann den Radius verändern. Das sieht man, das passt sich alles entsprechend an. Gut, dann nehmen wir die nächsten her. Das nächste wäre jetzt die Seitenansicht vom Gewinde. Blende ich mal ein. Die ist jetzt hier. Und diese Seitenansicht werde ich auch verschieben. Ich nehme diesen Punkt und schiebe die einfach an die richtige Stelle hier in meine Zeichnung rein. Ich blende jetzt mal das Teil hier aus. Und die Schraube blende ich auch mal aus. Und es gibt jetzt dann noch für das Gewinde die entsprechende andere Ansicht, die ich dann auch irgendwo hin verschieben kann, wo mir das auf der Zeichnung passt. Für ein Volumenmodell meines Werkstücks brauche ich natürlich das Gewinde mit verdeckten Kanten. Und das könnte ich jetzt auch auf meiner Zeichnung irgendwo hin verschieben, wo dann das 3D-Modell meines Körpers liegt. So, damit habe ich jetzt eigentlich alle Teile da. Und ich habe auch den Effekt, wenn ich jetzt im Revver halt hergehe und ändere wieder irgendwelche Größen um, den Innenradius, dann sieht man, wie sich das anpasst, den Außenradius. Der passt sich auch an und alle anderen Abhängigkeiten sind auch abgedeckt, sodass hier jetzt nur noch am Wrapper eigentlich die Daten geändert werden müssen. Und wenn ich dann irgendwas verschiebe, dann verschiebt sich der restliche Zauber auch mit. Jetzt kann ich das Zeichenblatt, wie es hier ist, einfach ausdrucken. Ich könnte es auch noch bemaßen. Machen wir das einfach nochmal. Wir gehen also her und suchen. Wir nehmen jetzt uns hier ein Maß und ziehen das raus. Dann muss ich bei der Bemaßung, ich habe jetzt keine schönen Werte eingestellt. Ich müsste also jetzt mal noch einstellen, wie groß. Ah. Dimension Font Size, hier ist er, der Font Size, den mache ich jetzt mal ein bisschen größer. Okay, keine Dezimalstellen. Die Spitzen ein bisschen größer. Gut. Und dann habe ich hier meine Bemaßung. Wir können hier noch einstellen, dass die Linien bis rangeführt werden. Habe ich scheinbar nicht genau den Punkt getroffen, das passiert. Da hätte ich jetzt mal ein bisschen aufpassen müssen. Problem ist halt, dass diese Bemaßung natürlich jetzt nicht an meinem Objekt hängen. Das heißt, wenn ich meine Schraube hinterher ändere, dann muss ich diese Bemaßung neu einfügen. Aber im Prinzip geht das. Das kann man hinterher nochmal ändern. So, wie funktioniert dieser ganze Zauber? Es ist jetzt so. Dass ich jetzt einfach mal eine neue Datei mir anschaue.
zu sichern das mal. Also wir legen eine neue Datei an. Und ich habe jetzt einen Skript. Und das, was ich jetzt alles mache, ist also, ich erzeuge einen Wrapper, ich zeichne das Gewinde oder lasse das zeichnen. Und das ist Gendrawing, was ich hier habe, das zeichnet mir einfach den ganzen restlichen Zauber dazu. Das kann ich ja so alles mit der Hand machen, aber es ist mir zu aufwendig. Zum Testen ist das auch Quatsch. Also, ich führe diesen ganzen Befehl aus. Und dann haben wir wieder die Ausgangssituation. Das heißt, hier ist alles da. Und ich sehe jetzt mal, wenn ich meine ganzen Objekte einblende, dann liegen die erstmal noch unsortiert hier auf der Zeichnung drauf. Und die kann ich jetzt verschieben und bemaßen. Und damit ist alles gemacht.